Hallo und willkommen zurück zum Weiter mit Porsche. Wie immer keine Zeit, das häuft sich in letzter Zeit. Skyrim ist auch ausgefallen, weil ich schaff's einfach wirklich aktuell nicht. Tut mir ganz dolle sorry. Aber was willst du machen? Wir schauen mal rein, wieder nur ein Ründchen, eine Folge, dass für Samstag tatsächlich was da ist. Und wenn sich alles irgendwie so ein bisschen arbeitstechnisch und so beruhigt hat, dann komme ich mit etwas Glück auch wieder für längere Sessions an den Rechner, was das angeht. Ich bin einfach teilweise auch arbeitsmäßig sehr erledigt und man hat dann einfach auch manchmal gar keinen Bock, irgendwie was zu zocken. Ich setze mich dann an den Rechner und denke mir, ich würde dann manchmal echt, so wenn du auf Arbeit bist, abgesehen von, ich mache meinen Job gerne, aber man ist dann so ausgelockt, weil gerade viel los ist und denkst dann so, oh ja, jetzt zocken. Und wenn du dann Zeit hättest, theoretisch gesehen, dann bumm, Feierabend. Aber kein Bock. Und wenn du gerade gut bei bist, dann musst du meistens los und irgendwie was anderes machen. Also arbeiten in dem Moment. Du brauchst Dünger und du brauchst auch Dünger. Wir brauchen generell mal einen neuen Dünger, ne? Dünger. Das hatte ich aber beim letzten Mal schon festgestellt. Ich produziere mal Dünger. Wo ist das Ding? Scheiße, wo ist die Mixer hingestellt? Da. Das ist doch alles so neu. Dünger. Da. Was brauchen wir dafür? Schleimse und so? Ne, Knochen und Schleim, ja. Ja, den brauchen wir noch für andere Dinge. Machen wir mal 10. Achso, dann noch genug Saft. Na, sich jetzt aber mal auftanken. Dann holen wir uns mal eine Commission. Hopp. Und dann in der großen Hoffnung, dass alles klappt, latschen wir mal, beziehungsweise fahren wir mal zur neuen Ruine, um dort mal so ein bisschen hausieren zu gehen quasi. Wahrscheinlich hat uns jetzt Kollege Schnürschuh was weggeschlappt. Ich denke mal, der wird uns einen guten Auftrag weggenommen haben. 4 Holzsäulen. Ja, kriegen wir hin. Kein Ding. 4 Holzsäulen sollten kein Problem darstellen. Wollen die alle mit den Holzsäulen? Wollen die einen Pier bauen, oder? Ich meine, gut. Kommen sie nicht weit mit? Aber wer weiß. Ich glaube, es fehlen dann wahrscheinlich wieder Seile dafür, ne? Jo, wir sollen 4 Stück bauen. Wir brauchen 2 pro. Oh, Pappelholz brauchen wir auch noch. Das reicht nicht aus. Machen wir gleich. 2 pro 4 sind 8. Das geht ja schnell. Wir brauchen das. Oh, das geht flott. So, Seile habe ich gesagt. 8 Stück. Sei mal nicht geizig. Ich mach mal Max und passt schon. So. Dann kümmern wir uns erstmal um den Zement. Daddy, das Zement. So. Vielleicht finden wir eine Pappel unterwegs. Da mussten wir. Baumschule, nee. Da! Nee. Ententeich? Wo bin ich gerade? Ja, doch, Ententeich. Das ist das Kürzeste. Mal hoch aufs Plateau. Und ein bisschen Zellulite kloppen. So zwar. Ich bin mir auch immer nicht ganz sicher. Ich habe jetzt den Mauszeiger mal mit drauf mit der Aufnahme, aber zwischendurch blinkt er halt immer, wenn das System kurz lädt. Ein bisschen ausgelastet ist oder so. Das kommt ja durchaus mal vor. Ein Bruchteil von. Im Moment blinkt halt immer mein Mauscursor mit auf. So hübsch ist das nur auch wieder nicht. Ich glaube, ich nehme das Ding mal bei Zeiten bei der nächsten Aufnahme, nehme ich das mit raus. So. Für die, die dir das. Ich kann nicht mehr reden. Für die, die das. Tagaktuell verfolgen, normalerweise kommen die Episoden immer so
8.30 Uhr raus. Wenn ich jetzt nicht gerade was verpenne. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde das schneiden und rennen, weil es halt sehr spät ist. Jetzt nicht mehr schaffen. Wahrscheinlich kommt die dann ein bisschen später raus, die Folge. Aber sie kommt. So, es sieht doch. Ist das Pappelholz? Nee, ne? Das ist dieses Purpurholz. Gerade mal. Müssen wir bestimmt in die Würste. In die Würste. In die Wüste. Was ist denn heute los? So. Eisenholz, Hartholz, ne. Das war so ein anderer Baum. Ja, die Dinger wachsen halt nur in der Wüste. Aber dann ist das so. So. Ja, das ist nicht besonders ergiebig. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von dem Zeug jetzt brauchen. Ich meine, die Pflanzen, die. Oh, hoppala. Die sind jetzt auch kurz vor. Wir sind dann mal bald so weit. Aber das dauert noch ein bisschen. Solange müssen wir mit dem Zeug hier vorlieb nehmen. Ich könnte mal neues Werkzeug gebrauchen, aber das wird sicherlich jetzt erst kommen. Behaupte ich jetzt mal. Und, ich würde am besten gleich mal in den Bauplan rein für Zement, ne? Wenn das 1 zu 1 war, ist das gut, aber ich glaube, das ist mehr. Das kann ich, glaube ich, nee, das kann ich nicht einsehen, verdammt. Naja. Ich wollte noch sortieren, das habe ich nicht gemacht. Also, eigentlich was in die Kiste schmeißen. 11 Dünger. Wir gucken mal. Wir müssen dann für die eine Aufgabe auch noch vulkanische Slabs wahrscheinlich machen. Da haben wir ja schon ein paar Steine dann auf Lager. Jetzt für, ich sag mal, für den Hafen kommt das jetzt nach und nach. Also erstmal für den Leuchtturm. Wir haben ja beim letzten Mal ganz easy das Lighthouse fertig gekriegt. Jedenfalls ein Teil davon. Was wird das Telefon denn jetzt schon da? So. Irgendwie, immer wenn ich aufnehme, zuckt sich jemand. So. Bom. Ich kann ja mal. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht beehrt uns gerade dann gleich Los Alphas Remeros. So, der Alpha-Kater. Brauchen wir nur mal das Discord anzumachen, wenn ich es finde, da. So. So. Er wollte nämlich eigentlich gegebenenfalls was mit mir zocken. Dann gucken wir doch mal. Gehen wir doch mal ins Voice. Wir nehmen ja eh nur kurz auf. Wo hab ich's denn? Da. Achso, und ich muss das Audio bestimmt noch umstellen, sonst höre ich keinen. Ihr habt jetzt mal kurz einen komischen Bildschirm, nicht wundern. Ja, weil das auch wieder hier retarded ist. So. Mal gucken. Vielleicht rauscht er gleich noch rein. So. Das sollte eigentlich. Ich meine, mehr kriegen wir wahrscheinlich eh nicht, oder aber auf der anderen Seite noch was. Doch, hier ist noch ein bisschen was. Was sagt die Uhr? Ingame gesehen? Ja, passt. So halb. Wir werden sicherlich mehr als die 10 Dinger brauchen, weil da war noch mehr als eine Commission.
Mal gucken. Wenn ich Pech habe, dann schießt es mir die Aufnahme aus. Ich müsste das Discord mal in den Hintergrund packen. Moment. Guten Abend. Ah, er traut sich doch. Nabends. Ja, ein bisschen abreagiert. Ja, hab ich gemerkt. Willkommen in der Aufnahme von My Time at Porsche. Ich nehme aber nur eine Folge auf. Ich habe noch ein paar Minuten. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken, weil ich schaffe es aktuell einfach nicht mehr aufzunehmen als diese eine Folge. Wenn du magst, kannst du ein bisschen Co-Moderator spielen für so 10 Minuten und dann können wir mal ein bisschen quatschen oder vielleicht eine Runde Phasmophobia oder so. Könnten wir gegebenenfalls auch aufnehmen, wenn du Lust hast. Nee, ich nehme es so ganz klassisch auf. Ja, so ich kann dir Bildschirm freigeben. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast. Ja, ja, habe ich. Was frage ich eigentlich? Da. Ist das nicht sogar von dir? Nein, mir sagen wir. Porsche? Nee. So, mal gucken, ob du was siehst. Ich hoffe mal, meine Aufnahme stimmt noch. Also Discord meckert rum und sagt ja, pass auf, du streamst. Ich so, das ist mir neu. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich OBS anhabe. Ich habe ja sonst immer mit Fraps aufgenommen, aber was ist das hier eigentlich für eine Bude? Die fährt. Hä? Ist die durch? Ich bin relativ weit. Hatte ich dir schon erzählt, dass ich einen Datencrash hatte? Du bist relativ leise, oder täuscht das? Das kann sein, weil mein Mikro zu weit weg war. Ja, dann, ja. Sollte jetzt aber besser sein. Oh ja, viel besser. Ja. Nee, ich hatte meinen Rechner auf Windows 10 umgestellt, was eine absolute Katastrophe war. erzähle ich dir gerne im Detail, aber wahrscheinlich ein Teil davon erst nach der Aufnahme. Es gibt so ein, zwei Sachen. Das ist, sagen wir mal FSK 18. wenn du so willst. Also ich hab so viel Gefühl. Die Festplatte ist abgeraucht. Nee. Ich hab sehr viel geflucht. Okay. Wir haben uns ja auch noch nicht wieder gehört, weil du ja auch arbeiten musst und so. Ich dachte, bist ja schlau. Und hier ist der Fahrstuhl. Ich hab für mein Windows habe ich eine eigenständige SSD drinne. Und dachte, okay, Migration von Windows 7 auf 10 will nicht. Machst du halt C platt, scheiß drauf. Datenbackup auf externe brauchst du nicht machen, hast ja alles auf E. So, Windows installiert, alles gut. Funktioniert soweit, ein bisschen Feintuning. Oh, Partition E heißt jetzt F, wegen dem USB-Stick von der Installation. Geh in die Verwaltung, mach aus F wieder E und sehe, oh, das sind noch 100 Megabyte von der alten Windows 7 Installation. Schiebst die mal rüber auf E. Warte. Dynamisches Laufwerk. Ach nee, das willst du eigentlich nicht. In dem Moment, wo ich schon geklickt habe, rückgängig machen, dachte ich, scheiße. Und dann war es schon zu spät, da war das Laufwerk platt. Alles weg. Zum Glück hatte ich mein letztes Backup nicht irgendwann Arno Krups gemacht, sondern im Februar 2019. Und meinen Minecraft-Server habe ich glücklicherweise kurz vorher komplett gebackupt. Das mache ich regelmäßig, weil der mir der wichtig ist. Sonst hätte ich nie wieder Minecraft angefasst. Ey, 8 Jahre Minecraft. Ich bitte dich. Schön. Ja, also ein paar Excel-Tabellen, die privat gesehen wichtig sind, von meinem Merch und so und Sachen, die Familie und so ausmachen, die kann ich wieder fast bei Null anfangen. Kontoauszüge zusammensuchen, Lohnzettel zusammensuchen und so eine Scheiße und ach, hör mir auf. Aber da muss man ehrlich sein, das war nicht der Fehler. Nee, das habe ich nicht. Das habe ich auch. Das war eigene Blödheit. Das habe ich auch nicht auf Windows 10 geschoben. Nee, aber ich habe dann, also die Windows-Aktivierung von Windows 10, hör mir auf. Ja, ich weiß. Die braucht ein bisschen. Aber es. Die braucht ein bisschen. Ich hab von einem Freund und Arbeitskollegen, was wollte ich? Ich habe Zellulite gesammelt. Mhm. Also hier, Zellulite. weil ich Zement brauche. Der ist halt bei uns, der macht bei uns Technik im Unternehmen und der hat halt noch einen Windows 10 Key rumliegen gehabt, original aus der Packung, hat mir den gegeben, sagte hier viel Spaß damit, weil und ja, was soll ich sagen? Das sah Windows anders aus, so anders und sagte, nö, kannst du nicht aktivieren. Wie kann ich nicht aktivieren? Microsoft Support, 2 Stunden, keine Chance.
Der Key ist nicht valid. Der wurde schon benutzt. Was? Jetzt muss ich aus der Packung. Nee, ist nicht. Okay. Neuen Key gekauft. Der Kollege sagt, ich kaufe dir neuen Scheiß drauf. Nächster Key, gleiches Spiel. Ich einen Key gekauft. Gleiches Spiel. Ich denke, willst du mich verarschen? Das hör mir auf, Alter. Ist rumgedoktert. Naja, hat den Key dann den einen reklamiert, wo er ihn gekauft hatte. Und der nächste, der hat dann funktioniert tatsächlich. Also der. Das hat dann. Ist immer die Sache, wo du es kaufst. Naja, er hat es bei Moga gekauft. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, der Key selber, den er hatte, der war original von Dell. Das war ein Dell-Key. Ja, der war halt, die haben die halt einfach so mit ausgegeben. Das waren aber alte Upgrade-Keys von Windows 8.1 und Windows 7. Die haben sie wahrscheinlich tot gemacht. Ja, klar. Die haben sie gesagt, nee, ist nicht mehr. Also, entweder das oder meine Vermutung wäre jetzt tatsächlich, weil ich habe kurz darauf, blöder Zufall, aber da ging alles schon, habe ich gelesen dann, dass das die Installation war, das neue H20 von Microsoft. Und er hatte noch das H19 und damit ging das ohne weiteres und Hubi hatte von ihm zum Beispiel auch noch einen Key gekriegt. Der hatte halt noch ein paar Spares rumliegen. Und Hubi konnte das ohne Probleme mit dem H19 installieren und das H20, habe ich gelesen, hat Probleme mit der Migration, mit der Installation und Aktivierung von Keys. Das kann auch durchaus an der Installation liegen. Wenn ich mich nicht täusche, war das Upgrade nur für eine bestimmte Zeit gratis. Es soll tatsächlich immer noch funktionieren. Es wäre nicht gratis. Es wäre ja in dem Moment ein gekaufter Key. Ah, okay. Ich dachte, das wäre einer von diesen, weil mit einigen Computern wurde auch dieses Gratis-Update geliefert. Nee, das war tatsächlich ein Original-Key, der bezahlt wurde. Ich meine, ich hätte auch kein Problem damit, ein bisschen mehr auszugeben. So 100 Euro gebe ich für eine Lizenz für Windows aus. Ich habe selber versucht, einen Key für 40, 50 Euro zu kaufen. Auch über Amazon, aber Amazon sagt, komm zwischen 5. und 10. November. Ich kann meinen Rechner nicht 2 Wochen nicht benutzen, das geht nicht. Und da habe ich dann gesagt, nee, komm, die Scheiße tue ich mir nicht an. Und ich dekoriere das erst, wenn ich komplett fertig bin damit, mit Ausbau. Das kostet aber Kohle. Aha. Und naja, und die wollten dann Microsoft, die haben dann auf den Microsoft Store verwiesen und meinten so 260 Euro? Ich so, nee, definitiv nee. Das ist ein bisschen fett. Und das Zeug hier langsam mal fertig oder? Nee, 7 Tage noch. Ja, ich hatte das Glück, dass ich mir auf meinem Microsoft Account das Windows 10 schon aktiviert hatte. Das heißt, ich kann es mir jetzt einfach immer runterladen. Ich habe einen lokalen Account erstellt. Ich habe das erst mit einem Microsoft-Account versucht zu linken. Das war die absolute Katastrophe. Das war noch schlimmer als alles andere zusammen vorher. Okay. Also bei mir geht das ganz fast. Ich habe kein Problem. Da will jemand zu dir. Nee, der kommt zu seiner Lara hier. Ah. Er wollte seine Lara wiedersehen. Die habe ich ihm gebaut, wie man sieht. Und dann meinte er, ich kann ihren Glanz nicht ertragen. Nimm sie wieder mit und stell sie in deinen Garten. Ich besuche sie dann. Und jetzt kommt er jeden Tag vorbei und besucht sie. Das ist total geil. So, ich brauchte für die Commission. Den Zement ist ja fertig für das Hauptprojekt. Nee, aber fast. Für den Hafen. Ach ja, die 4 Holzsäulen, genau. Die wollte ich eigentlich machen. Dafür brauche ich Seile, die habe ich. Ah, ich brauche noch Pappelholz, das wird nicht reichen. Moment. Ich brauche noch Pappel. Ja, ich kann nur 2 machen. Dann gehen wir in die Wüste. Auch kein Problem. Fahre ich mit dem Bus? Ja, ich fahre mit dem Bus. Alles andere dauert zu lange. Wir haben ja ein gut ausgebautes Busnetz. Ja. Da soll jetzt, wenn es nicht sogar schon raus ist, sogar noch ein Update für Porsche kommen. Wo sie noch eine neue Questreihe einbauen und neue Charaktere. Und ich habe auch jetzt vor kurzem gelesen, das hatte ich in der letzten Aufnahme schon gesagt, da wiederhole ich mich gerne nochmal. Die haben für die Nintendo Switch schon My Time at Porsche 2 angekündigt. Da wird es wahrscheinlich für Steam auch mit rauskommen. Ja. Also, das Spiel sah am Anfang sau interessant aus, wo ich dachte, ach naja, ist bestimmt so ein Ding, das kannst du mal spielen. Da hältst du dich mal ein bisschen mit auf und dann ist es ruckzuck durch, aber irgendwie gefühlt nimmt es kein Ende.
Was gut ist. Aber das ist, da kommt immer was Neues und das noch basteln und ich habe gesehen, es kommt auch noch Automatisierung und unglaublich, also. Ja, definitiv. Verprügelt's auch regelmäßig Higgins? Was? Den NPC Higgins. Ich mag den nicht, Konkurrenten. Kenn ich gar nicht. Nee, den müsstest du kennen. Wie lange hast du das gespielt? 5 Minuten? Nee, 3, 4. Ah, ich erinnere mich nicht an den Namen. Ja, das ist der. Das ist der. Dein Antagonist, dein Hauptgegner. Ah, okay. Der Eumel, der da regelmäßig auf den Sack geht. Das ist keine Pappe. Ja. Egal was du tust, trau dem Typen nicht. Never ever. Pick mich vor, wa? Naja, ich habe einmal eine Quest gehabt, da habe ich ihm, also naja, tut mir leid, ich will Besserung geloben und so. Und naja, ich habe zum Glück einen größeren Fehler gemacht. Da kommen wir laden mal. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, leck mich. Ja, da hat er gedacht, nee, ich lass mich nicht verarschen. Zurzeit bin ich etwas down. Enttäuscht von dem, was an Spielen neu kommt. Ich grab mich zurzeit eher in ältere Sachen rein. Ja, Retro ist ja so nicht so verkehrt, ne? Ja, nicht nur Retro, also nicht jetzt im Sinne von, oh, ich spiele von C64-Zeiten. 1800. Nee, das ist eher so Sachen wie eben Hunt Showdown, was ich jetzt wieder für mich entdeckt habe. Ach ja, genau, oder, das hattest du ja mal vor einer Weile. Ja. Und Schlangen sind so geil. Hier. Was? Die Schlangen. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, seit wann gibt's da. Wenn es da noch Schlangen gäbe, hör mir auf. Nee, hier. Bing, bing. Ja. Nicht schlecht. Ja. Hier rennt irgendwo eine Bossschlange rum. Das ist eine Schlange im Karton. Der greift dich einen Pappkarton an. Warte, ich muss gucken, ob das Vieh hier irgendwo rumrennt. Also, du kannst hier so viel freischalten. Naja. Ich meine. Wenn ich dir die Map mal zeige, siehst du hier ja, so. Kenn ich ja schon. Die Map kenne ich. Ja, aber nicht komplett. Bei 6 Stunden? Nee. Aber ich weiß, dass sie groß ist. Ja, hier oben ist noch. Also. Ist die Schlange im Pappkarton? Ich glaube, die taucht tatsächlich nur auf, wenn du eine gewisse Anzahl an kleinen Schlangen vermöbelt hast. Ich gehe mal noch die Säulen bauen. Und dann gucken wir mal. Dann hole ich mir noch eine neue Commission und dann könnte man schon fast abmoderieren. Die Folge ein bisschen länger. Ich wollte eigentlich noch Skyrim aufnehmen, aber das hat noch Zeit. Das kommt erst Sonntag eine Folge. Ah ja, dann. Und Minecraft ist eh sporadisch eingeplant und ich denke mal ab nächster, übernächster Woche habe ich mehr Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr Foto produzieren kann, dann. Wie sehr ich mir das doch wünsche. Ja, dann, ja, da frag mal nicht, was drin scheint. Ja. Ich habe jetzt auch einen Kräuter, Oma. Ich liebend gerne aufnehmen würde, aber ich komme einfach nicht dazu. Na, Custom Quest 2 würde ich gerne aufnehmen. Da habe ich einen Let's Test, glaube ich, zugemacht zum Custom Quest, aber 1 oder 2 weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 1. Ja, das 2er gab es jetzt ja kostenlos im Epic Store. Habe ich abgegrast. Boah, ich hab Custom Quest schon ewig. Ja, das 1er ist es dann, weil das 2er ist relativ ist neuer ein bisschen. Ja, dann wird es das 1er gewesen sein. Oder nee, ach nee, da wollte ich einen Let's Test zu machen. Warte, geht das zu zweit? Klammerkloppe? Ich schau mal. Beim Einser, ob das zu zweit geht. Das ist auch von Double Fine. Double Fine, ja. Und ich habe von Double Fine Dings gemacht hier, einen Let's Test zu wie heißt das Ding? Das Matroschka-Spiel. Das mit Stacked. Oh, Stacked. Und, ja. Stacked ist auch schön. Nee, gibt's leider nicht im Co-op. Und Zweier ist jetzt nicht mehr gratis, von daher. Ich glaube, Zweier habe ich da. So ist nicht. Das müssen wir mal schauen, ob das. Oh, nee, 10 brauche ich nicht. 4 reichen. so. Ne. So, können wir mal gucken, ob der. Ne, alles Singleplayer, sorry. You must have stolen it! Was ist jetzt schon wieder los? Merlin, oh, Dino wieder.
wo ich mir auch dachte, wir erklären dir in diesem Spiel jetzt mal das Sozialsystem und wie Dating funktioniert, weil Dating und Frau ist ja wichtig, ist ja so Harvest Moon-like. Ich so, okay, die Ginger, die gefällt mir, an der hätte ich Interesse. Und so, ja, du gehst jetzt auf ein Date mit Merlin. Was? Die alte Schachtel, ich will dich, nein, nicht mal gegen Geld. Doch. What are you talking about? Oh, den Meister Lee hier, den kann ich auch leiden, ey. Oh, ich bin ja so wenig religiös, aber hör mir auf. Don't play blockhead with me. The locator computer was right here on our work table last night. And now it's gone. Who else in town would want it out of our hands? You ja. Robot hater. Wer lässt das Zeug auch draußen stehen? Das könnte nass werden, das könnte ein Kurzschluss geben. Egal. Und das ist die Forschungsstation, weißt du? Alter. Now listen here. I have no idea what you're talking about. We would never stoop so low as to steal. Everything we do is legitimate. I'm offended that you would even think of us like that. Wahrscheinlich hat's irgendjemand zum Waschen mitgenommen oder so. Please, Minister. Are you talking about that computer Inspector Molly just found? Hä? Ja, war klar. Yes, it's a very important item to us. Ach ja, klar. Ich hatte jetzt vor ein paar Folgen eine neue Ruine aufgetan und da war so ein Bossfight drinne und all so ein Kram und da haben wir das All Source gefunden. Petra, we really don't have it. Ja, der All Spark. Ja, so in der Richtung, ja. Director Merlin, we can allow you in the Civil Corps to search our temple to remove any suspicion. Ey, die eine Folge war auch so geil. Nebenquest mit einem von der Ziviltruppe. What? Nora? Was? No, I won't allow that. First they insulted us. Now we must prove our innocence by letting pagans rummage through our temple. Die gehen alle jeden Sonntag in die Kirche und beten alle, du Vogel. Die sind sowieso da. Fine then. We're taking this to the mayor to see what he thinks. Oh Mann. Wahrscheinlich darf ich jetzt wieder aushelfen, so wie immer. Na klar, dafür bist du doch da. Okay, die gehen alleine. Passt, hat sich erledigt. Nee, da war so eine Nebenquest von Remington, von der Ziviltruppe, von Civil Corps. Und er sagt, naja, kannst du dich mal um mein Pferd kümmern? Dem geht's nicht so gut. Er hat's mit dem Knie und das Pferd heißt Pfeil. Arrow through the knee. Ich dachte, ich so auch so, das habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht. Ah, okay. Hey, Albert. I was just about to go find you. Gust has finished designing the next part of the port, the cargo storage area. For this part of the harbor, we've envisioned a sliding mechanical crane to help load and upload cargo from the ships. Das kriegen wir hin. Kran habe ich schon mal gebaut. Ich weiß, wie das geht. This one's a tough one, well. I'm sure you can handle it, though. Ich kann jetzt Zeit. Nee, doch. You'll need to talk with the ladies at the research center about it. We're looking for a high endurance crane. About something like that, Porsche's harbor will have to remain modest, as we won't be able to unload large amounts of goods. We're commissioning you to construct and install the crane. Good luck. Jo. Also ich sag mal so, ich hatte auch so gedacht, wenn ich jetzt mal die Aufgabe kriege, dass ich, wenn ich nichts finde, der sollte hier unten irgendwo rumschlawenzeln, in Higgins, einfach mal so eine Rakete bauen und auf den Mond schießen oder noch weiter, damit habe ich auch kein Problem. Aber die Aufgabe hat bis jetzt noch keiner an die Tafel gepinnt. Hier, das ist Higgins, der Vogel hier. Mhm. Ja. Aufs Maul! Deine Faust, mein Gesicht! Wären verboten, Kollege. Leider darf ich meinen Hammer nicht benutzen, sonst wäre er Kartoffelmus. Oh, 6 Gold, die arme Wurst. So. Da ist noch Passagier. Hier ist noch irgendwas. Mal kurz die Aufgaben ansammeln. Den vermöbelst du auch nur aus Spaß an der Freude. Den vermögel ich, weil ich ihn nicht mag. Weil er ein Arschloch ist. Das ist ganz einfach so. Bei der einen Aufgabe, achso, das Forschungszentrum. Ein Kran. I have seen these giant cranes from old books, but I don't think we can make these with our current knowledge. Hilf auf bei die Arbeit! I'll need to think about it with the director. Oh, den muss man auch noch anschauen. Ja. We have a basic idea now. It'll take a while though, so I need to get busy.
Ja, habe ich morgen in der Post, ich kenne das so. Was war das? Achso, hier bei der, wo sie die Stadt ausgebaut haben. Ja, das und das. Lest euch die Aufgabenstellung genau durch. Das gilt besonders für Higgins, wo ich mir dachte. Ja. Hä? Warum zeigt das dahin? Das eine zeigt dahin, wo das zeigt das andere hin. Der Kompass spinnt wahrscheinlich. Oder? Nee. Irgendwo musst du noch hin. Ja, das ist hier oben. Mein Ziel bewegt sich, das ist das Problem. Hallo Hund. Ach, alles klar. Ich freue mich jetzt schon, im Dezember soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres soll ein neues Update für Necromunda rauskommen. Für was? Kennst du Mordheim? Ach, Mordheim, ja klar. Nein, nein, Necromunda ist die Sci-Fi-Version davon. Ah, ne, City of Mordheim kenne ich. Was ist das? Handelsauftrag, 2 Brunnen für die Stadt. Ah, auf jeden Fall. Ne? Keine Aufträge? Warum? Ach, ich bin einen Scheiß noch nicht abgegeben. Ach, Anthony. Nice work. This is your payment. Antoine, please. Nicht Anthony, Antoine. Ja, von mir ist auch das. Ach, die Holzsäulen. Deswegen, warte mal, wir wählen die. Achso, ja. Das wird heute nichts mehr. Der Laden macht eh gleich zu. Schade. Ich hatte schon einen 2x-S-Auftrag. Das andere wollte ich jetzt nicht sagen, das geht sonst nach hinten los. Das könnte das. Ja, das. Nee, eigentlich. Ja. Das könnte anders verstanden werden. Eine. Wo ist denn der? Ach, das ist. Der ist beim Angeln, Kiva. Alles klar. Dann komm, dann gehen wir die Queste noch ab und dann. Hat sich das für heute. Ich muss mir mal so ein Reittier besorgen. Aber das nehme ich mir auch schon seit Ewigkeiten vor. Sieht dir irgendwie ähnlich, oder? Hey, ich sag jetzt gar nicht. Jedenfalls der Bart. Der hat Haare. Der hat Haare, der sieht aus wie Alpha. Der hat 3 Haare auf dem Kopf, Homer Simpson. So. Ja. Da ist hier noch so ein weißes Master Lama, was eine Brille trägt. Wenn du die Lamas vermöbelst, taucht hier unten irgendwo so ein weißes Chef Lama auf. Wenn du genug drauf haust. Oder wenn du da hinten die Marienkäfer verprügelst, taucht auch Frau Marienkäfer auf. Wenn wir es provoziert kriegen. Ja, da taucht das Viech meistens auf. Mixer! Einmal durchgerührt. Oh, die sind hin. Ah, da ist der Chef. Das Baumwolllama. Das Lama Dama Ding Dong. Hier. Warte mal. Ja. Ach du Scheiße. Ich hab's gesehen. Ja, es ist halt eine Art Elite-Gegner. Aber so viel hält das auch nicht mehr aus. Ich bin einfach zu hoch vom Level schon. Level 40 oder sowas. Ja, Level 21 war das jetzt, oder? Ja, 42. Ich kann mein Equipment dann später auch noch upgraden. Das brauche ich aber den Hafen und die Fabrik. Darauf arbeite ich jetzt gerade hin. Vor allem, wo ich das hier gesehen habe, dachte ich, oh, meine Geldbörse. Ja. Und das ist immer noch nicht, da kommt da noch mehr. Und das Haus kann ich auch nochmal ausbauen, also. Ja, so, dann gehe ich jetzt mal pennen. Im Batcave. Und dann moderiere ich ab. Vorher noch im Briefkasten gucken, was da noch so kommt. Dann haben wir. Ich hatte die Post. Ja,
ist nur der Check, ob irgendwas Wichtiges ist, ob ich zwischendurch nochmal so ein bisschen umräumen, sortieren kann. Ach, Posten, ja, sollte das Forschungszentrum sein. Oder ob ich dann tatsächlich direkt wieder aufnehmen muss, sozusagen. Ja, Forschungszentrum. Ja, genau, der Kran. Brauchen wir denn für einen Kran? Ist das eigentlich ein Ding? Kartoffelfrucht. Ja, selbst wenn, was sind. Ja. Wachsen Kartoffeln nicht normalerweise unter der Erde? Kann mich da täuschen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Meistens. Baukran habe ich schon mal gebaut. Aber wir sollen ja was anderes bauen. Brunnen brauche ich auch noch für die Aufgabe dann später. Hafenkran. Was brauchen wir denn dafür? Oh. Zement, 15 Stück. 8 Aluplatten, Stahlhüllen, Stahlrahmen und verbesserte Mobiliar. Das ist nicht so gut. Gut, aber dann passt das. Ich habe hier ein bisschen Bäume wegrasiert, dass ich mal. So. Schönen Sonnenuntergang. Dann fassen wir uns kurz. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Heute mit Gast, ausnahmsweise mal. Wenn es gefallen hat, lasst Däumchen da, teilt das, was euch gefallen hat, Abo nicht vergessen, Glöckchen nicht vergessen, weil YouTube und Co. alles Wichtige zu mir und Porsche in der Videoinfo und wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde My Time at Porsche, Skyrim in der Special Edition oder Minecraft oder vielleicht auch noch anderen Dingen, die uns da so einfallen oder mir, je nachdem. Bis dato, reingehauen,